Spielhalle Dungeon Crawler. Herzlich willkommen zu Dungeon Crawler, ein Dungeon Crawler. Ich bin richtig hyped auf dieses Spiel. Ich habe das nur kurz so eine Runde bei jemandem gesehen und dachte mir, ey, das lade ich mir runter, denn es ist kostenlos, ja. Und dachte mir, ich mache gleich eine geile Intro-Animation für euch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gleich hier mal schon mal ein Abo, das angel ich hier erstmal aus der Kiste raus. Könnt ihr direkt abonnieren, fände ich richtig nice. Like da lassen, habt Spaß bei dem Video und wir schauen gleich mal rein. Wähle einen Speicherplatz, wir nehmen die 1. Okay, jetzt wird einem hier das Spiel erklärt. Start. So, hier sieht man jetzt quasi unsere Laufbahn. Jetzt muss ich mein Dude... Ah, nee, ah, ich muss latschen. Ah, okay, WSDA. Ah, davon haben wir geredet. Alles klar, wir können es hier gucken. Kampf gegen Gegner, um neue Gegenstände zu erhalten. Das heißt, wir haben hier zwei Kämpfe. Versuchen, ein neues Paket aus dem Greifautomaten zu sammeln. Alles klar, also da können wir uns dann pumpen. Ja, wieder ein Kampf, ganz Standard, und ein Bosskampf am Ende. Alles klar, ich bin sehr hyped und ab in den Fight. So. Also wir können jetzt hier so hin und her, schwupps, schwupps. Wir haben jetzt hier verschiedene Sachen. Wir haben jetzt hier den Dolch, der fügt Gegnern 6 Schaden zu. Wir haben ein Schild, das blockt 10 Schaden. Kleines Schwert fügt nächsten Gegnern 8 Schaden zu. Ist doppelt so stark, wenn es allein eingesammelt wird. Großer Schild, erhöhe Block um 15, ist doppelt so stark, wenn allein eingesammelt. Alles klar, das ist also mal einfach ein krasseres Schild. Die beiden sind allein eingesammelt, heftig. Belohne dich bei Verwendung mit 2 bis 5 Münzen. Nur einmal pro Kampf. Ja, alles klar, okay. Alles klar, der macht jetzt 3x4 Damage, der hier blockt und macht dann Damage. Whatever, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich greife mir, wir nehmen Schaden einfach mal. Zack, mach zu. Okay. Oh, der, Alter. Ja, das läuft ja schon wie im Intro. Komplett verschissen, die Hälfte fällt raus. Okay, wir dürfen direkt nochmal. Komm, wir tryen jetzt einfach mal. So, rein da. Ja, nimm mit. Oh, 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 das ist gut. Das ist ein Schwein. Das große Schwert ist zwar nicht einzeln, aber übelst Damage. Ja, dann kriegen wir Money. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir bekommen haben. Wir haben jetzt 5 bekommen. Oder hatten wir schon was? Aber heftig, heftig. Okay, und wir haben ein bisschen Damage selber bekommen. Aber gehen wir ins Schild rein. Wir gehen mal hier hin. Hier sind nämlich beide großen Items. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nur eins hängen bleibt, Alter, ist so am Start. Aber ich weiß gar nicht, ob das ist sozusagen ja nicht wie bei Magic mit Trumple-Schaden. Also der drüber geht der Schaden. Sondern das war einfach nur, hätten wir nicht gebraucht unbedingt. Komm, wir gehen hier in die Masse rein. Ich glaube, hier ist richtig gut. Hier nehmen wir richtig was mit. Alter, Finne. Schmeckt das. Da wird serviert. Guck mal, Messer, bisschen Shield, 20 Rüstung haben wir. Okay, jetzt macht der wieder seinen Stuff. Ey, geiles Game. So schön so nebenher. Und man, ey, wie in so einer Factory kann man hier so den Stuff holen. Holen wir mal aus unserer Game Guys Factory erstmal schön ein bisschen Damage raus. Schön 2 Shield. Oh, das eine Schild aber verloren. Verdammt. Das natürlich. Aber richtig Damage ins Gesicht. Heftig. So, und jetzt geben wir ihm den Todesstoß. Wir nehmen wieder das große Messer. Komm, rein da. Nimm's mit. Jo, es bleibt drin. Alter. Zack, boom, weg ist er. Wir haben gewonnen. Wähle deine Belohnung. Alter, geil. Ring der Stärke. Erhöhe deine Stärke um 2. Dann, also die Items kriegen wir dann dazu, oder was? Großes Schild. Wir kriegen dann also noch ein großes Schild. Das haben wir schon. Fügt dem nächsten Gegner 20 Schaden zu und entferne dessen Block. Streitaxt oder Ring? Wir nehmen die Streitaxt. Komm, wir nehmen eine fette Axt mit und ab in den nächsten Fight rein. So, hier haben wir jetzt 2 so. Was ist das eigentlich? Schleime. Flammenschleim. Ja, komm, wir tryen gleich mal die fette Axt, oder? Oh, das... Oh, oh, bleibt drin hängen. Ja!
Ah, das sah gefährlich aus. Guck mal hier, wie viel die reingezogen hat. 20 Damage halt, ne? Heftig. Und wir gehen mit dem Geld und einem Schwert. Das muss bitte beides drin bleiben. Ja, super, Alter. Da kommt sogar noch ein Schwert mit. Geil. Geil, Alter. Wow, das ist ja übelst nice. Was für ein heftiges Game. Das macht so Spaß. Ist ja unglaublich. Ey, ich finde so einfache Games, ne? Man hat ja immer so GTA und riesige Open-World-Games. Feiere ich ja auch. Kann man echt geilen Scheiß mitmachen. Aber so einfache Ideen sind es manchmal, ne? Respekt an die Macher dieses Spiels. Die haben sich. Und die Musik ist auch ganz witzig, so mit diesem alten Klavier da. So kann man machen. Entferne alle Giftstapel von dir. Alles klar. Fügt dem nächsten Gegner 1 bis 20 Schaden zu. Glücksstab. Ah, okay. Also muss man Glück haben, ne? Nice. Okay. Und Heißluftföhn. What? Fügt dem letzten Gegner 2 Schaden zu und verleiht dir eine Vakuumverpackung? Das müssen wir nehmen. Das müssen wir ja etwas. Das ist ja so cool. Was geht jetzt hier? Ah, nice. Okay. Erhöht die Anzahl an Flammen im Automaten um 10. Ah, an Flaumen. Das ja. Erhöht 10% deiner Münzen am Ende eines Kampfes. Oder Lebenspunkte. Ja, nee. Also, ich glaube, die Lebenspunkte passt noch. Ich gehe tatsächlich mal mit den Münzen. Das ist wahrscheinlich so Late-Game-Content, denke ich mir. Boah! Alter, war das knapp. Ich dachte, es rutscht raus. Aber der Greifautomaten ist nicht ganz so beschissen. Da gibt's ja. In echt sind die sich ja nicht ganz so entspannt. Ich habe noch nie an so einem Ding gespielt, tatsächlich. Noch nie. Sparkonto. Super. Wir sparen und gehen weiter. Okay. Ja, ich würde sagen, Axt ist es einfach am Anfang. Das ist so. Ist auch so geil. Ist hier wie so ein Kartendeck, ne? Was man so drin hat. Richtig nice. Und es gehört halt ein bisschen Skill auch dazu, die Sachen dann rauszufischen, die man braucht. Heftiges Game. Nehmen hier einfach schön rein die Schwerter. Da fällt eins raus. Okay, 2 Schild, 2 Schwert. Damage und bisschen Schützen ist doch super. Gegnerischer Zug. Okay, jetzt wird unser Deck wieder aufgefüllt. Alter, da ist der Heißluftföhn. Aber wir kriegen immer nicht alle Items, ne? Es sind immer nur ein paar dabei. Jetzt gerade haben wir unsere ganzen Special Items bekommen. Der Heißluftföhn, komm. Ah, der kommt gar nicht mehr dran. Den brauchen wir gar nicht. Wir sind zu krass. Okay, wähle deine Belohnung. 2 Händer. Fügt allen Gegnern 10 Schaden zu. Das klingt übelst geil. Das klingt gestört nice. Aber der ist von der Form, rutscht der sicher gut raus hier vorne. Hast du nicht gesehen? Das wird richtig ausrasten, das Spiel. Energy Drink. Verwende alle Block mit einer Konvertierungsrate von 1 zu 2 zu Stärke. Das heißt, man macht einfach Ultra Damage. Aber ich glaube, Block ist gut. Ich glaube, Blocken ist geil. Verwende Wasser zu Giftwasser. Ich würfel jetzt mal neu. Wir haben ein bisschen Kohle über, das passt. Wir nehmen mal den Glücksstab. Wir gehen auf Glück. Oh, da haben wir noch gleich. Aber hier sehe ich uns ja eher. Da ist nämlich ein fetter Bossgegner jetzt. Heftiger Typ. Oder mit dem Heißluftföhn. Nee, das bringt's nicht. Das bringt's nicht. Wir gehen hier schön. Mal so hier, guck mal, zack, und mitnehmen alles. Bitte, oh, schade. Aber die Axt, 20 Damage in Nacken rein und ein Schwert. 26 Damage. Jetzt darf ich ja nochmal. Und jetzt könnte ich gucken, vielleicht entweder grabt er beide, dann ist auch nicht schlecht. Okay, nice, er grabt beide. Aber wenn er eins einzeln gegrabt hätte. Das wäre halt schon auch sehr stark gewesen. Aber jetzt mit 15 Rüstungen nochmal ordentlich Damage gemacht. Das hat er hier. Stacheln, 5. Vergeltet einen Angriff mit einem Schaden. Ah, crazy. Wenn wir ihm Damage machen, macht er uns auch Damage. Verstehe ich. Ist fair. Gehen mal hier rein, dann nehmen wir sicher das Glücksschwein mit. Und die Axt bleibt. Oh, die Axt bleibt drin. Nur das Schwein wäre ein bisschen schade gewesen, aber mit der Axt drin ist das alles richtig gut. So, nochmal ein Try. Guck mal hier. Großes Schild, großes Schwert. Wenn eins von beiden nur gegrabt wird, ist auch nicht schlecht. Aber wieder beides zusammen. Ist doch nice. Das passt. Jo, Alter, das Game ist ja richtig witzig. Ah, und hier haben wir jetzt unsere Perks dann immer. Ja, einfach reinzimmern wieder mit der Axt, ne? Die Axt ist unser Ding, die ziehen wir auch sehr... Oh, fällt sie diesmal raus? Nein, mitgenommen. Perfekt eingekeilt und rein in den Automaten. Zack, bumm, und die 20 Damage noch.
Bäm, Gegner umgeklatscht, Alter. Wow, ist das ein nices Spiel. Das macht echt Fun. Super geil, kann ich empfehlen, einfach vor allem, weil es nicht, es ist gerade Demo und kostenlos. Das ist so wie mit Backpack Battles. Es ist einfach, das Angebot ist heftig. Kann man eigentlich nicht abschlagen. Maximal Lebenspunkte um 20 erhöhen. Erhöhe die Anzahl an Pflaumen. Ist halt übelster Schwachsinn, wenn man das noch nicht wirklich einsetzen kann. Du hältst ein Gift am Ende jeder Runde. Nö, ich nehme die 20 Leben. Das finde ich... Oh, wow, Alter, jetzt geht's in heftig. Jetzt geht's in noch krasseren Dungeon. Gehen wir oben lang oder unten lang? Wir haben jetzt hier neue Rounds. Wir müssen erstmal gucken, was... Das können wir gar nicht analysieren teilweise. Also das können wir nicht analysieren, was das ist. Pachinko-Maschine. Verwende deine Münzen, um neue Gegenstände zu erhalten. Okay. Oder Schmiede. Verwende deine Münze, um deine Gegenstände zu verbessern. Ey, ich weiß nicht. Neue Gegenstände sehen wäre auch cool, aber die eigenen verbessern. Ich bin ja eher so da, glaube ich. Eher verbessern. So, rein in... Okay, was passiert jetzt? Okay, da passiert einfach nichts. Das ist einfach nur der Startpunkt. Und wir gehen nach unten, haben wir gesagt. Ah, jetzt können wir nicht zurückgehen. Wenn man auf dem Feld einmal war und runtergegangen ist, dann hat man sich entschieden. Okay. Damit du auch nicht beide Sachen machen kannst, weil dann könntest du dich wahrscheinlich krass leveln, obwohl du... Also könntest du ja beide Sachen einsammeln, das ist ja Quatsch. Auf jeden Fall haben wir jetzt zweimal Feuerwesen hier, die wieder mit 4 attacken. Dreimal, wenn sie dran sind. Und dann der Frosch. Dieser Gegner hat die Absicht, deine Gegenstände zu manipulieren. Alter. Das würde ich gerne sehen, tatsächlich. Okay, wir gehen auf die Axt hier wieder schön. Axt ist unser Ding. Oh nein, nein! Ah! Damn! Verkackt. 10 Schild. Aber jetzt müssen wir nochmal Damage ziehen. Komm, jetzt bitte. Nicht nur Pflaumen ziehen. Das kann nicht sein. Alter! Okay, aber nice, dass es auch so passieren kann, ne? Dass es auch so gehen kann. Oh, hier ist jetzt ein Schwert ist größer geworden. Fügt dem nächsten Gegner 6 Schaden zu. Ist wahrscheinlich manipuliert dann. Das ist wahrscheinlich manipuliert, ey. Das ganze Spiel hier ist manipuliert. Okay, wir nehmen hier den Heißluftföhn mit. Der bleibt... Oh, der bleibt hängen. Das war richtig knapp. Ich dachte, der fliegt raus. Er hat dem letzten Gegner Schaden gemacht. War prinzipiell eigentlich ganz gut. Die Axt wäre halt schon nice, aber wir brauchen mehr... Wir brauchen mehr... Ah, wir gehen hier rein mit... Ah, weil das größer ist, kann man nicht so viel mitnehmen. Das ist natürlich smart von dem. Deswegen hatte die... Das ist quasi die Manipulation. Das ist schon die Downside, dass es einfach größer ist. Alter, da kriegen wir richtig aufs Mett. Scheiße. Jetzt hat er schon wieder manipuliert. Die Sau. Komm, da müssen wir jetzt aber rein. Jetzt müssen wir richtig rein da. Nimm mit, komm, nimm mit. Oh, den Zauberstab. Ja, wunderbar. Komm, wie viel Schaden macht er? 6 reicht. Bisschen Shield ist auf jeden Fall cool. Aber wir gehen hier in die Ecke und versuchen, die Axt wieder mitzunehmen. Bitte nimm die Axt mit. Bitte save die Axt. Oh, und 3 oder 4 Schwerter? 3 Schwerter, alles klar. Der Damage ist real. Und noch 20 auf dem Frosch. Let's go. Eieiei, der macht halt immer 25. Der ist richtig gestört, der Junge. Der ist mental richtig durch. Let's go, nimm richtig viel mit. Oh, ja, ja, Zauberstab, Axt, Messer, noch ein Schwert. Alter, what? Der ist weggeschnetzelt, der Frosch. Oh, war das knapp, Alter. Ich will jetzt am liebsten Leben haben, gerne. Für den nächsten Gegner 5 Schaden zu und appliziert 3 Gift. Ich würde, glaube ich, nochmal würfeln. Wandelt alle Stärke mit einer in Block um. Das ist halt wieder das andere. Brustpanzer. Erhalte 5 Block am Start jeder deiner Runden. Das glaube ich ganz cool. Greift den ersten Gegner mit 2 und den weiteren. Und wer leitet dir ein Ausweichen? Ach, verleiht er. Wer leitet? Ich war gerade komplett. Was will er da? Wer leitet dir ein Ausweichen? Man sieht, die Übersetzung ist noch nicht perfekt, aber das ist auch nicht schlimm. Ich glaube aber, ich gehe auf den fetten Brustpanzer, weil der gibt mir zu jeder Runde schon mal erstmal Fettrüstung. Und ich glaube, das ist es. Das könnte es machen. Aber hey, ich bin schon so weit down. Das ist einfach... Wir brauchen safe den Brustpanzer, würde ich sagen. Aber die machen 25 pro Hit, Alter. Wie das? Wie soll ich denn das überleben?
Wir gehen jetzt... Nein, nein, nein. Grab die Rüstung. Nein, Alter. Es kann doch nicht sein. Jetzt aber Rüstung mitgenommen, ein Schwert mitgenommen. Aber das reicht, glaube ich, nicht. Ich glaube, die haben mich jetzt schon down. Jo. Viel Glück beim nächsten Mal. Ha! Geiles Game. Ja, let's go. Next round. Let's go. Okay, ich bin am Zug. Da ist der Greifarm. Und wir gehen für das fette Schild. Jo, fettes Schild, kleines Schild und ein Messer. So ist doch super. Und dann nehmen wir hier gleich noch Damage mit. Richtig. Alter, komm. Oh, ach, schade. Ich dachte mir, dass eins rausfliegt. Aber ist okay, ist okay. Der Damage ist real. Wir kriegen nur einmal von einem. Und wir haben so viel Schild, Alter. Der macht nichts. Macht uns kein Damage. Jetzt gehen wir hier auf jeden Fall für Geld. Jede Runde das Geld mitnehmen, wenn es irgendwie geht, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, Meta. Da können wir uns dann später auch gute Items so rerollen und so. Und Sachen upgraden. Das ist doch eigentlich ganz nice. Hier nochmal Damage skillen. Und, wow, oh, da ist auch noch ein Schild dabei, Alter. Da ist noch ein Schild dabei. Let's go. Du hast noch zwei Leben, Boy. So. Alter, das Spiel ist so episch. Wie das eine Messer, was rausfliegt, aber komm. Wir hätten ja nur eins gebraucht. Jetzt gibt's hier Giftdolch. Fügt dem nächsten Gegner 5 Schaden zu und appliziert 3 Gift. Appliziert einen Gegnern 3 Gift. Fügt den nächsten 3 Gegnern 3 Schaden zu plus 1 Schaden pro 10 Münzen in deinem Besitz. Ich glaube, wir gehen so straight auf direkt nicht allen Schaden machen, sondern immer so einen rausnehmen, dass der Damage konsequent weniger wird. Jetzt direkt erstmal hier das fette neue Knife mitnehmen. Das hatte ich auch noch nicht. Alter, das ist mal ein Drop. 4 Knives. Darunter einfach das Crazy Knife. Das Gift Knife. Und noch ein Schild. Und jetzt hier nochmal richtig safen, damit er uns seine 6 Damage irgendwo hinschlagen kann. Wir hatten sowieso schon 10 Schild, Alter. Ist ja komplett nice. Jo, perfekt, Alter. Wie viele sind das? 2 Schilde, 3 Messer und das extra krasse. Gift ins Gesicht. Nice, Alter. Entfernt all Giftstapel von dir. Okay, ich kann auch vergiftet werden. Aber wir nehmen, glaube ich, die Axt mit, Alter. Die war gut. 20 Schaden. 20 Schaden, das ist geil. Jetzt können wir uns hier... Alter, was ist das? Erhöht dein maximales Leben um 20. Du hast nur einen Greifalm, aber jeder Gegenstand wird 2-mal benutzt. Nee. Nee, finde ich nicht geil. Ich gehe lieber hier drauf. Ich glaube, 20... Bitte bleib drin! Alter, ich dachte kurz. Aber das ist super geil. Wir wurden sogar noch schön geheilt und dann haben wir... Alter, es ist so nice. Es ist so nice. So, jetzt hier. Gehen wir mit ein bisschen mehr Maximum Life ins Game. Ah, okay, wir müssen das auch erst hochheilen, damit das uns was bringt. Ich dachte, wir kriegen volles Maximum Life, aber ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, es ist trotzdem heftig. Ich unterschätze es mal nicht. Aber der Grab war Mist. Aber die Axt natürlich doppelt verwenden. Das wäre natürlich ultra krank gewesen auch. Damage mitnehmen, sehr schön. Da ist der erste doch schon weg. Jo, Alter, der erste ist schon weg. Läuft. Alter, wir gönnen ihm einfach nochmal genau denselben Damage, oder? Guck mal. Es passt einfach perfekt. Der ist auch weg. Nee, ach so, stimmt, der hat einen Block. Deswegen, der konnte blocken. Naja, gut, dann gehen wir hier in die ganzen kleinen Messer rein, damit wir auf jeden Fall was mitnehmen. Das eine wird wieder rausgeworfen, das ist sogar noch das extra Knife, aber trotzdem 4 Messer noch und schön Schild, Alter, die Grabs sind da. Die Hook ist da, Alter. Füge dem nächsten Gegner 20 Schaden zu, entferne dessen Block. Ah ja, ach stimmt, die hatten wir, haben wir ja schon, die können wir jetzt doppelt nehmen. 1 bis 20 Schaden, das ist halt, dann nehme ich doch auf jeden Fall die Streitaxt.
Oder erhöht den Damage um 2. Ich nehme aber die Axt. Consistent Fat Damage ins Gesicht, Alter. Der macht sich jetzt stärker, will er sich machen. So, vielleicht, oh, wenn wir beide Äxte kriegen würden, das wären 40 Schaden. Das wären nicht, das sind 40 Schaden. Alter, Doppelaxt. Damn, boy, guck mal, wie viel Damage der gekriegt hat. Jetzt muss ich mich natürlich noch schützen. Sehr schön. Safe. Zweimal safe. Der macht sich jetzt nur stärker und gibt uns jetzt Damage für Schaden, den wir ihm machen. Ist okay. Ist ungünstig, weil wir auf jeden Fall Schaden dadurch kriegen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Guck mal hier wieder. Schön consistent 20 Damage in den Nacken rein. Gehen wir hart für Damage. Aber er macht uns jetzt halt... Ja, obwohl, er macht uns 6 Schaden. Wir haben 5 Rüstung. Was soll der Geiz? Alter, rein in den Damage. Ja, war doch ein guter Grab. Also war jetzt nichts Besonderes. Ah, war doch komplett geil. Ich hab gar nicht auf dem Schirm, dass ich den jetzt direkt strecke. Aber perfekt. Da liegt er. Wähle deine Belohnung. Ansteckendes Gift. Wenn du einen vergiften Gegner besiegst, wird das ein Gift auf das... Alter, wird auf andere übertragen. Heftig. Jener Angriff setzt ein Gift ein. Erhalte jedes Mal eine Stärke, wenn du verletzt wirst. Das wäre gerade gegen diese Sporen, die der gemacht hat, gut gewesen. Ich nehme mal das. Wir haben jetzt hier wieder uns den Weg versperrt, gehen wieder über die Schmiede. Müssen wir jetzt mal hinkommen. Alter, 2 Heiler. 2 Heiler. Das heißt, erste Runde brauchen wir überhaupt nicht auf Damage zu gehen. Nehmen aber trotzdem ein bisschen Damage mit. Ein Schwert, aber mir ging es mehr ums Geld. Noch ein bisschen Schild. Können wir hier nochmal versuchen mehr? Oder kommen wir hier besser, ist die Frage. Wir tryen es hier. 2 Schilde. Den Damage, den heilt er wieder weg. Ah, nee. Ah, doch. Dacht schon. So, jetzt müssen wir auf Damage gehen. Jetzt haben wir 2 Runden Zeit, dem richtig ins Gesicht zu geben. Der macht aber auch richtig Schaden. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber passt. Guck mal. Ja, hier schön Axt und Schild wäre, glaube ich, geil. Die ganzen Messer da hinten try ich nicht. Ich glaube, das ist gut. Nein! Nein! Ah, das kann halt auch passieren bei diesem Game. Unlucky. Aber wir haben viel Leben. Das kann man schon verteidigen. Einer ist auf jeden Fall weg. Ja, Doppelaxt dafür. Jetzt Doppelaxt. Guck mal. Jetzt läuft's doch. Kann der Letzte sich nochmal ein bisschen heilen. Ist okay. Wir gehen direkt auf Schild. Alter, perfekt. 30 Schild. Die bleiben ja jetzt auch bestehen, glaube ich. In die nächste Runde. Ah ne, sind jetzt wieder weg. Okay. Na gut. Dann ist natürlich vielleicht trotzdem nice, ihm dann eher Damage zu machen und gar nicht auf Schild zu gehen. Na, muss man draus lernen einfach. Dann passt es schon. Nochmal Damage ins Gesicht und ein bisschen Schild. Bitte nimm die Axt mit, bitte nimm die Axt mit. Ja, perfekt, Alter. Genau so habe ich mir das vorgestellt. 20 Rüstung, er macht 19 Schaden. Easy Snack. Und jetzt einfach hier rein in die Messer. So. Alter, der Greifarm ist wieder gnädig. Er ist wieder gnädig. Er hätte auch nur ein Schwert mitnehmen müssen. Super. Steady Progress. Energy Drink. Könnte crazy sein. Kriegshammer. Fügt dem nächsten Gegner 20 Schaden zu. Erhöht deinen Block um 10. Alter, das klingt übelst geil. Aber auch die Münzen klingen nice, weil damit kann man dann halt... Aber nee, ich gehe lieber safe. Ich nehme den Kriegshammer. What, Alter? Zweimal der Endgegner, aber so kleine Version davon quasi. Heftig. So, nochmal Perks angucken. 20 Maximalleben und jeder setzt ein Gift ein. Jeder Angriff setzt ein Gift frei, quasi. Nice. Ja, den ersten müssen wir eigentlich First Round wegklatschen, würde ich meinen. Das ist schon wichtig. Die ersten beiden buffen sich nur. Das reicht locker schon. Das reicht locker schon.
Easy Snack und dann gehen wir hier nochmal in die Axt rein. Axt ist so ein geiles Item. Ich glaube, zwei pro Deck sind auch, also mehr als zwei pro Deck sind schon fast Quatsch, weil du bräuchst dafür mehr Haken, also mehr Greifarme. Du kannst sicher auch mehr Greifarme bekommen, könnte ich mir vorstellen, aber so, wir gehen jetzt mal hier auf den Hammer, der gibt uns dann zusätzlich noch Block. Perfekt gegriffen mit zwei Dolchen. Nicht Dolch, der erste ist umgeklatscht und dann ist der letzte auch nicht mehr weit. Guck mal, der hat jetzt auch schon zwei Gift und dann kriegt er hier hoffentlich vielleicht noch ein Schwert. Ne, nur eine Axt und ein Schild. Das ist super, reicht. Das ist super. Das ist richtig gut, Alter. Aber wir haben nur noch Hälfte an Leben. Das ist mäßig geil. Brauchen wir irgendwas, was Leben wiederherstellt. Ich würde ja übelst gern das Glücksschwein hier unten noch, also das Geldschwein noch einpacken. Aber das hat er natürlich glorreich wieder rausgeworfen. 8 Gold kann man dann später nicht viel kaufen. Glücksstab erhöht Block um 15 oder fügt dem nächsten Gegner 6 Schaden zu. Also ein weiterer Dolch einfach. Wir nehmen mal den Glücksstab. Ich glaube, das ist gerade das Beste. Jetzt können wir... Ich nehme mal hier das hier und verbessere das. Er fügt dem nächsten Gegner 6 Schaden zu, macht es eigentlich, und dann macht es doppelt so viel. 12. Das ist schon heftig. Und jetzt können wir leider nicht noch eins machen. Wir haben nicht genug Geld, Alter. Wir haben nicht genug Geld. So Mist. Raum verlassen. Steady Progress. Der Hammer wäre wieder nice. Der Hammer wäre einfach wieder geil. Ich glaube er fällt raus. Aber es ist Damage und ein Schild. So, jetzt wirklich bitte Hammer. Komm. Ja, er bleibt hängen. Sehr schön. Da ist der erste Gegner auch weg. Wir kriegen nochmal Block. Zusätzlich 30. Er macht sich erstmal 10 Stacheln. Okay. Jetzt können wir den Block wieder gebrauchen. In der letzten Runde hätte man gar nicht mehr so dringend gebraucht. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Aber ist nicht so schlimm. Der Hammer bleibt hängen mit dem Schwein. Sehr gut. Wir kriegen Money. Für zukünftige Zeiten sind es auf 6. Wir haben 3 bekommen. Geringste Anzahl davon. Jetzt versuchen wir nochmal Damage mitzunehmen. Ja, sehr schön. Reicht das? Ich glaube, das reicht. Sehr gut. Aber wir machen uns halt selber immer mies Damage, wenn wir den angreifen. 3. Okay, nee. Zieht Metallgegenstände an, lädt sie auf. Dies erhöht den Schaden um 2. What? Das verstehe ich nicht ganz, wie das funktionieren soll. Zieht Metall... Ach so. What? Das könnte richtig cool sein. Wandelt alle Stärke. Nee, Alter, wir nehmen mal den Magneten. Das klingt sehr strong. Oh, guck mal, es ist nicht mehr weit bis zum nächsten Boss. What? Das ist ja richtig witzig. Wir müssten blocken, denke ich. Ich glaube, so sind wir gut dabei. Schild und Hammer. Sehr gut. Gehen wir schon mal gut gerüstet in die erste Runde. War ja gutes. Guter Blockschaden, haben wir schon den ersten rausgeblockt. Macht das schon nur noch 25 insgesamt. Und jetzt? Ist das mehr Damage? Nee, das ist nicht mehr Damage. Nee, wir gehen mal hier rein in die Axt. Komm, bleib drin, Axt. Sehr schön. Zweimal Schild und die Axt. Perfekt. Da blocken wir fast den kompletten Schaden. Also wir überleben auf jeden Fall, das ist wichtig. Das ist schon mal wichtig. Jo, natürlich hat er den größer gemacht. Natürlich. Okay, wir brauchen jetzt eigentlich nur was Kleines, sag ich mal. Jo, das passt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jetzt müssen wir nur bei dem letzten gucken, wie wir das machen. Ich brauche eigentlich nur Shield, um den Angriff erstmal auszuhalten. Ich könnte hier einen Try machen. Ich könnte natürlich auch komplett daneben gehen. Ja, genau so muss das sein. Wunderbar, wir überleben und machen ihm nochmal 20 Schaden. Die nächste Runde ist er tot. Nächste Runde haben wir ihn. Aber es wird auch echt knapp so. Wir haben nur noch 9 Leben. Ich hoffe, wir kriegen nochmal irgendwie Full Life vom Boss oder so. Sonst wird das ganz kritisch. Sonst wird das wirklich ganz kritisch. Pack alles ein, was du kriegen kannst. Sehr gut, das reicht.
20 Damage, das war's. Er ist down. Okay. Verleiht dir 5 Stacheln. Wir rollen. Reduziert den eingehenden Schaden für eine Runde um 1, aber entfernt alle Block nur einmal pro Krampf. Ah, okay. Das ist eigentlich ganz cool. Wir könnten auch nochmal den Hammer mitnehmen. Wir kriegen ja durch den auch wieder Block und können damit Schaden machen. Das ist eigentlich auch geil. Let's go. Ich will den Boss sehen. Wir haben 9 Leben. Der hat einen Schaden, hat er. Okay, let's go. Wir versuchen mal hier. Ja, okay. Haben vom Magneten die ganzen Sachen weggenommen. Aber Damage gemacht, Schild aufgebessert. Ich meine, gerade bringt uns das Schild halt nichts. Wir müssen einfach nur Damage machen. Schwein weggeräumt. Jetzt haben wir halt Zugriff auf die ganzen anderen Gegenstände. Auch nicht schlecht. 25 Damage. Die kriegen wir doch sicher getankt, oder? Hammerwerk. Oh, hier ist eigentlich richtig Goldgrube. Hier können wir richtig gut... Ah, das... Das muss jetzt laufen, bitte. Oh ja! Jackpot, Alter! Richtig Damage reingezimmert und wir haben Fettrüstung erhalten. Und wenn wir jetzt hier noch einen guten Schildgrab rauskriegen... Ja, und Damage. Wichtig. Warte mal. Was macht der hier eigentlich? Block wird zuerst und nicht mehr zurückgesetzt. Okay. Wir müssen einfach richtig gute Grabs machen. Wir müssen gut hitten. Was? Alter, bitte! Crazy, Alter. Was habe ich da denn alles eingesammelt? Das waren beide Hämmer... Eine Axt, ein Messer und ein Schild, glaube ich. Bei dem Schild weiß ich gerade nicht. Das war gerade alles ein bisschen zu viel für mich. Crazy, Digga. Okay, einfach rein da. Wir brauchen noch mehr Schild. Damit wir den komplett aushalten. Der darf uns keinen Damage machen. Und wir zimmern dem wieder 20, Alter. Heftig. Jetzt, die Runde ist es. Die ist wichtig danach. Die ist jetzt richtig wichtig. Okay, wir gehen hier für Hammer und großes Schild. Oder gehen wir für Hammer und kleines Schild. Aber wir tryen's. Komm, bitte. Ja, 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 Alter, ja. Ja, ja, und noch ein kleines Schwert. Ist das geil? Ist das episch? Der hat so verkackt, dieser Ritter. Guck mal, der kann es jetzt schon kein Damage machen. Episch, wir kommen weiter. Ich sehe den Horizont des Games noch nicht. Nur dieser Runde und, Alter, oh, schade, ich dachte. Aber wir halten alles aus und wir machen nochmal Damage. Wichtig. Und er kriegt doch nochmal einen Gift-Drop. Okay, die Runde muss es sein. Wir können dem, wir haben so viele Waffen, die eigentlich, wenn wir jetzt die beiden Waffen hier, die beiden großen Waffen mitnehmen können. Ja, Alter, wir haben ihn. Ah nein, der hat ja noch Rüstung. Ich dachte, wir haben ihn, okay, aber wir haben ihn fast. Komm jetzt hier, zack, Axt mitnehmen. Ja, bleib hängen, Axt, bitte bleib hängen. Ja, schön und rein mit dem Lachs. Ah, das schmeckt. Wir haben ihn umgeklatscht. Ist das episch. Ach, Ebene 2 von 5. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das geht ja noch sehr viel weiter. Unverwüstlich. Heile 5 Lebenspunkte nach jedem Kampf. Oh, das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir werden Münzen, um deine Gegenstände fachgerecht zu entsorgen. Geil, okay. Ach so, man kann Münzen dadurch kriegen und dann kann man hier sozusagen neue Gegenstände holen. Geheimnisvoller Raum und... Boah, geheimnisvoller Raum klingt schon geil. Hier hätten wir wieder eine Schmiede, um Sachen zu verstärken. Aber ich glaube, wir können nicht für 3 Fights gehen. Tatsächlich. Ich gehe lieber für den geheimen Raum. Vielleicht ist da auch ein Fight, aber ich gehe oben lang. Wir haben einen Heiler und einen, der erstmal verstärkt. Das heißt, jetzt heißt es erstmal vielleicht... Alter, was hängt denn da alles? Das können wir erstmal ordentlich aufräumen. Erstmal aufräumen hier. Ja, schön da in den Magneten reingegriffen, Alter. In den Magneten reingegriffen. Und was hier alles kommt. Guck dir das mal an, Alter. Dieser Magnet ist ja auch insane geil. Hä, wir haben wieder 120 Leben, weil es wieder von vorne... Alter, wenn man den durch hat, kriegt man einfach Leben. Und wir haben jetzt zusätzlich noch Lebensregeneration. Alter, what the hell?
Ey, dieses Game, das ist unser Run, das ist es einfach. Das ist der Run. Okay, Alter, dieser Magnet ist ja super krank. Also auch wenn wir von dem die Sachen abfischen. Guck mal, das sind ordentlich Damage ins Gesicht. Direkt durchgezogen, den Lachs. Giftbadebombe, verwandelt Wasser zu... Okay, ja, wir haben kein Wasser. Erhöhe Block um 10 oder... Könnt noch ein Schild machen oder verleihe 5 Stacheln. Wenn wir Schaden kriegen oder wenn wir Damage kriegen... Kriegen die Gegner Schaden. Ja, ich würde das Geld nicht gern weghauen. Ich glaube, wir nehmen mal das mit den Stacheln. Jetzt können wir erstmal uns den Raum angucken. Alter, ist ja lustig. Das ist so wie so ein Rätsel oder keine Ahnung. Das wird jetzt zum Roleplay oder sowas. Zu so einem Dungeons & Dragons Spiel hier. In einem Teil des Raumes befindet sich ein kleiner Teich. Die Luft fühlt sich feucht und warm an. Was tust du? Entweder trinke ich aus dem Teich. Oder füll ein wenig Teichwasser in eine Flasche ab. Oder ich verlasse den Raum. Ich trinke aus dem Teich, wäre eigentlich so gut. Das erinnert mich übelst an Seven vs. Wild Staffel 3, Alter. Hier mit Paar Platte und Reese, die da irgendwie aus dem Fluss Brackwasser getrunken haben. Oder nicht wussten, ob es dann gut ist oder... Ich trinke jetzt aus dem scheiß Teich, Alter. Ihr geht das Wasser aber faulig, du kriegst Bauchweh und verlierst 3 Lebenspunkte. Oh nein! Oh Gott, Alter. Und hier ist eine Kiste. Wahrscheinlich hätte ich das abfüllen müssen. Oder so. Und dann hätte ich hier... Ich weiß nicht. Aber was... Egal. Aber geil. Was ging in dem Raum? Let's go, Schatzkiste. Hier, was ist das? Reduziert die Lebenspunkte aller Gegner um 25%. Alter, geil. Es ist immer 20% Wasser im Automaten. Ja... Verdursten ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber also nicht verdursten ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber vor allem Sumpf, das ist das Brackwasser, ne? Nee, wir gehen hier für die Schwächling-Gegner. Ist ja auch nicht schlimm, wenn wir jetzt hier keine Regeneration mitnehmen. Wir haben ja hier Regeneration. Wir haben ja Regeneration. Es ist ja so geil. Okay, und reduzieren jetzt die Lebenspunkte aller Gegner. Weiter geht's zum Fight. Und wir versuchen hier wieder... Was ist das denn? Was bist du denn? Okay, wir holen uns einen Hammer. Weil wir tanken dadurch Damage und machen übelst viel Damage damit. 20 Damage ist so geil. So, und dann vielleicht kriegen wir sogar Axt und Glücksstab. Ja, reicht nicht. Reicht nicht. Wir brauchen sogar noch ein krasses Schwert obendrauf, Alter. Nicht nur Axt und Glücksstab. Jo, ist das Wasser, was tickt, oder? Egal. So, wir können uns jetzt hier erstmal nochmal die Axt und den Stab holen. Let's go. Und damit haben wir einen Gegner. Damit haben wir ihn umgeklatscht. Nice. Doppelschneidiges Schwert. Fügt dem nächsten Gegner 30 Schaden zu, aber du verlierst 10 Lebenspunkte. Du fügst dem nächsten Gegner 40 Schaden zu, aber verlierst 5 Lebenspunkte für jede gleich... Zeitig eigentlich, okay, alles klar. Nee. Also ja, wäre stark. Ich weiß es nicht. Aber wenn das vergrößert wird von so einem Dude, das wäre mies für die. Alter, ich glaube, das ist geil. Alle Blocks von den Gegnern halt zu entfernen, diese Dinger hier. Stachelschild, dann kriegen die Schaden. Der hat 2x4 Damage, der Clown, Alter. Ja komm, wir gehen ins Stachelschild. Und die Axt ist mit dabei und ein Dolch. Läuft. Schaden ist da. Sehr gut. Da ist nur noch ein trauriger Clown im Spiel. Den kriegen wir doch auch noch. So. Oh, aber wir schützen uns noch gut. Das ist doch wunderbar. Hätte gern die Axt gehabt. Ah, nächste Runde kriegen wir neue Items wieder. Schön Full Life sind wir. Alter, ist so nice. Wir gehen auf jeden Fall auf den Hammer und kriegen das große Schild natürlich auch gleich mit dazu. Die Items passen super zusammen in den Greifautomaten. Also die passen super in die Klaue. Okay, noch einen mitnehmen und dann haben wir's. Die Axt fliegt raus, na gut.
Na komm, greif an. Komm rüber. Komm rüber. Ich nehme es mit dir auf. Wir brauchen ja nur einmal Fat Damage. Guck mal, vielleicht kriegen wir das Glücksschwein noch, also das Geldschwein noch mit. Nee, fällt raus. Ah, fällt aber auch raus. Okay, dann machen wir den Damage noch nicht. Können wir nochmal das Schwein mitnehmen. Weil das wäre eigentlich schon noch gut, ein bisschen Geld jetzt mitzunehmen. Und wir tanken den gut. Also es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn wir... Ja, guck mal. Machen den fertig und kriegen noch Geld. Oder kriegen wir das Geld jetzt nicht? Ah, jetzt kriegen wir das nicht, weil es nicht mehr eingesetzt wird. Crazy, okay. Alles klar, aber ist ja nicht schlecht. Wir sind trotzdem vorangeschritten und nehmen uns... Brauchen wir noch eine Axt? Boah, weiß nicht, weiß nicht. Ich roll mal. Noch mehr Stacheln. Wir nehmen mal den Stab hier noch mit. Und jetzt ist Boss-Clutching-Time, Alter. Rein in den Mist. Alter, eine Gottesanbeterin oder was? Oder eine Motte? Die pusht sich doppelt. Dann müssen wir da mal gegen pushen. Wir gehen hier erstmal da rein. Ich glaube, die Items, die sind gut. Alter, Schild, das goldene Schwert, schöne Axt. Dieses Game, man freut sich die ganze Zeit, weil man die ganze Zeit Sachen zieht und es ist einfach ein geiles Konzept irgendwie. Ja, das Schild brauchen wir jetzt gerade eigentlich nicht unbedingt, aber ich will da drunter eigentlich an den Hammer ran. Schild, du bist im Weg. Dann nehmen wir einfach beides mit. Zwölf Damage und verdoppelt die Stärke am Ende jeder Runde. Alter, wir müssen die so schnell wegschlachten. Ist das ein guter Grab? Ist das ein guter Grab? Nein, es ist gar kein guter Grab. Es ist ein Kack-Grab. Komm, ist das ein guter Grab? Bitte lass es einen guten Grab sein. Ja, das ist nice. Damage, richtig Damage. Und wir kriegen noch Rüstung oben drauf. Das heißt, wir halten jetzt schon einiges aus. Ja, nächste Runde macht er 24 Damage. Nee, der... Ich dachte, der verdoppelt sein Damage. Okay. Ach so, weil er mit 8 angefangen hat, oder? Nee, keine Ahnung. Egal. Let's try this. Oh nein! Ich dachte, sie fällt mit rein. Ah, trotzdem nicht schlecht, nicht schlecht. Kommen wir jetzt hier noch. Aber eventuell kriegen wir keinen Block mehr dazu. Aber ist nicht so schlimm, wir haben genug Leben, wir haben echt genug Leben, das passt eigentlich alles. Alter, und wir drücken ihm einfach Damage des Todes. 40 Damage ins Gesicht. Da kommt er wieder an mit seiner Motte, Alter, 28 Damage. Jetzt wird's wichtig, dem aber richtig die Leviten zu lesen. Komm, Doppelhammer vielleicht? Doppelhammer? Nein, oder? Kann halt für safe Damage dort gehen. Oder ich mach's so. Aber ey, Alter, wenn das nicht... Das muss so hängen bleiben, ne? Sehr schön. Oh, perfekt, warte. Ah nein, wenn die Axt drin geblieben wäre, dann hätte die vielleicht sogar den Hammer mit reingeschleudert. Das wäre so ein smarter Play gewesen. Aber gut. 69 Leben noch. Jetzt müssen wir tanken. Der macht 50 Schaden. Wir müssen jetzt auch Damage drücken. Hier ist unser Damage. Hier ist unser Damage. Hier ist unsere Rüstung. Oh ja, perfekt, Alter. Perfekt. Guck mal. 40 Damage und richtig Rüstung. So habe ich mir das vorgestellt vorhin. 1A, die ganze Masse wird mitgenommen hier. Also ein bisschen was aus der Masse rausgepickt. Reicht es? Reicht es? Reicht? Oh, es reicht, Alter. Motte umgeklatscht. Geh schlafen. Oh, Sparkonto. Erhalte 10% deiner Münzen mehr. Es ist immer 20 Wasser im Automaten. Ich glaube, wir gehen einfach für die Stärke und gehen jetzt rein. Damage. Alter, die Bombe, das will ich gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen. Wir können hier erstmal ins... Ich glaube, das ist geil mit dem Stachelschild. Und mit dem anderen Schild, das macht den Block von dem hinten, also... Das Ding hier weg. Sollte es eigentlich? Ah, macht es wahrscheinlich danach oder so. Keine Ahnung.
Wir halten noch nichts groß aus. Mal hier ein bisschen Damage und ein bisschen Schild. Ja, ein bisschen Damage und ein bisschen Schild hat es ganz ziemlich genau getroffen. Alter, 19 Damage hat der gemacht. Aber heilt sich natürlich komplett. Okay, ja, in zwei Runden 50! Ach du heiliger Mist. Nein. Oh, ungünstig, richtig ungünstig. Hart ungünstig. Wir müssen hier reingehen. Hier haben wir nämlich Safe-Sachen. Das war mittelgut. War mittelgut. Vor allem macht der jetzt ja auch nochmal mit Damage. Aber wir haben noch Full Lives, alles noch okay. Prinzipiell. Und die kriegen Damage, indem die mich angreifen. Ach. Ja, ja. Alter, als ob der Hammer zu groß ist, als dass ich den da reinwerfen kann oder was. Das darf halt echt nicht sein. Das ist ja bitter. Okay, aber der... Oh, Mann, Alter. Ich hasse diese riesigen Items, die die machen. Das ist ja unglaublich nervig. Der Frosch. Welches Item ist jetzt größer? Ich habe noch 8 Leben. Ich habe nur noch 8 Leben. Und es ist eigentlich nur noch dieser bescheidene Frosch. Das muss doch jetzt irgendwie ein bisschen Schild brauchen. Ich nehme einfach nichts mit. Es ist so unbelievable scheiße. Es tut mir so leid, aber es wird, glaube ich, hier und jetzt enden. Wenn ich jetzt nicht ordentlich was rausziehe. Es ist nur das eine Schild. Es ist nur das eine Schild. Es endet wirklich hier und jetzt. Er hat mich umgeklatscht. Ja, damit war's das vorerst. Aber ey, es kann ja wieder eine Runde kommen und dann haben wir wenigstens noch irgendwas hier auf diesem Kanal zu sehen. Aber wenn euch das Game gefallen hat, ich fand's auf jeden Fall sehr nice, dann lasst ein Abo da, like den Mist hier raus und ja, erstmal noch einen chilligen Tag wünsche ich.